On Spot. Ja, bei mir ist es reingekommen. Also ich bin mal in Lugano in der 60. 65. Minute reingekommen. Ich bin dann eigentlich noch gar nicht im Kader gestanden. Ja, so richtige Gedanken habe ich mir eigentlich nicht gemacht. Ich war hyper nervös. Also fast am Zittern, als ich reingekommen bin. Aber das Gefühl nachher war eigentlich das Schöne daran, wo man wirklich gemerkt hat, man hat sein Debüt gegeben in der höchsten Stufe im Fußball in der Schweiz. Und das ist so etwas, was einem bleibt. Ja, also es ist Stärke auf dem Platz. Sicher meine Ruhe am Ball. Und das bin ich auch ein bisschen neben dem Platz. Ich bin auch eher der ruhiger. Ich bin nicht der, der auf den Tisch schaut, das überlasse ich den anderen. Und gleich noch ein bisschen den Älteren. Aber das zeichnet mich auf dem Platz aus. Am Ball vor allem. Aber dass ich auch defensiv die Ruhe weglegen kann und eigentlich aggressiver bin. Aber das ist neben dem Platz eigentlich gar nicht so. Bin ich wirklich ein ruhiger Typ. Ja, das ist wichtig, dass es in der Mannschaft eine Hierarchie gibt. Es gibt halt immer die Jungen und die Älteren und die Erfahrenen, die Unerfahrenen. Ich habe das Glück, dass ich auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel habe. Bin so ein bisschen dazwischen, zwischen den Jungen und zwischen den Alten, obwohl ich noch einer von den Jungen bin. Eigentlich. Das ist so ein bisschen das. Ja, das ist sicher daheim und viel auch bei den Kollegen. Also, wenn ich daheim bin mit der Familie, kann man sicher abschalten, mal auch ein bisschen andere Sachen sehen und erleben als nur den Fußball, wenn man hier im Stadion ist und alle Fußball begeistert sind. Dass man mal ein anderes Thema hat und auch bei den Kollegen sonst neben dem Platz, wenn es nicht gerade die sind vor der Mannschaft, wo ich auch gerne Zeit mit ihnen verbringe. Sind auch andere Sachen als Fußball und dann kann man auch mal etwas anderes denken und ein bisschen im Kopf sich ein bisschen erholen.